Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und wir machen heute weiter. Wir reisen heute nach Hogsmeade. Zumindest sieht es gerade so aus, wenn da jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Hallo. Los geht's. Suchst du nach mir? So ist der Plan an der Sache. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ja. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Oh. Na gut, mach mal das doch. Folge Nettie nach Hogsmeade. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Naja, ich glaube, sie steht auf uns. Frage, können... Nee, ich glaube, das geht nicht, ne? Ich hatte das irgendwo mal gelesen gehabt, dass wir tatsächlich keine Beziehung mit den einzelnen NPCs eingehen können. Was natürlich cool gewesen wäre, wenn es so passiert, aber ich glaube eher weniger. Alte Ruhm an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Schöne, geniale Gegend hier, ne? Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Gut, klar, in Afrika ist es sehr selten, dass es da schneit, glaube ich. Also, würde ich sagen, so würde ich mal so behaupten. Wie gesagt, er hat ja gesagt, dass sie aus Uganda kommt. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha, was ist so besonders an ihnen? Sommertagszutaten. Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Okay. Sie ist ein Gryffindor, oder? Sieh mal, Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Seidenstapel. Ja, sie ist auf jeden Fall ein Gryffindor. Meine Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher stolz. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Oh ja. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Gut, dann machen wir da als erstes mal hin. Ich glaube, das immer verbotene Wald, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall auch noch mal irgendwann angehen. Ich glaube, so ein paar Regeln zu brechen, ist durchaus verlockend. Sicher bin ich dabei schon zu lassen. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Mal mit auf Hauben hüpfender Giftpilze. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Testrale. Na gut, die große Frage ist, wie viel können wir jetzt kaufen? Dass wir jetzt einen Zauberstab brauchen, ist ja durchaus klar. Aber wie weit können wir Dinge kaufen? Also auch Besen oder alles drum und dran. Wäre vielleicht auch, ganz, wär auch cool. Aber wie gesagt. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön.
Da gucke ich nicht hoch, oder? Jetzt. Ich will das mal hier kurz einsammeln, was da ist. Vielleicht können wir es gebrauchen. Hoffentlich wird es das auch für dich. Okay, das war... Achso, wir können... Warte mal, ich könnte das doch zerstören, oder nicht? Mondstein. Okay. Na dann. Ich wollte nur mal kurz Dinge... So. Angehen. Warte, was haben wir hier? Fußspuren? Tierspuren? Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Moin! Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss O'Neill. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Greis, hässlich, haarig, furchterregend. Die Fußspur, die da unten ist? Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Okay. Armer Mr. Moon, ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natty. Danke. Und damit sind wir in Hogsmeade. Die Frage ist, wie sieht das mit dem Finanziellen aus, vor allen Dingen? Was können wir uns leisten? Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Zauberstäbe. Im Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Okay. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß. Gut. Wir sehen uns später. Gut, das machen wir natürlich jetzt. Wir gucken uns mal kurz auf der Karte um, weil wir müssen, wie gesagt, zu Ollivander. Ach, der ist direkt um die Ecke. Super. Das ist natürlich, trifft sich natürlich super. Weil dann machen wir das nämlich als erstes. Dann sind wir schon mal mit dem Thema. Achso. Moinen! Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ja. Das rede ich, natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Okay, das ist wahrscheinlich ein Vorfahre. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht.
Ah, vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Das könnte schon der Richtige sein. Was haben wir denn hier überhaupt? Haben wir irgendwas? Warte mal. Zauberstab. Fertigstellen. Okay, wir müssen unseren eigenen Zauberstab erstellen. Holzart. Zauberstabkerne. Okay. Fangen wir erstmal an mit dem Zauberstab fertigstellen. Kaufen. Warte mal. Nee, wir müssen es ja so machen. Fangen wir mit Holzart, oder? Was haben wir denn hier? Wirklich interessant. Kerbe, Altrosa, warmes Braun. Warte mal, gucken wir mal hier unten noch schnell. Faszinierend. Klassisch grau, hellbraun, aschbraun, honigbraun, Ringe. Wie sieht der hier gefühlt am besten aus? Wirklich interessant. Nehmen wir den auf jeden Fall mal mit. Das Braun. Nee, der sieht am besten aus. Okay. Flexibilität. Ja, hart ist immer vielleicht ganz gut, weil dann schwingt er nicht so. Faszinierend. 11 Zoll. Lorbeer, Lärche, Hainbuch, Stechpalme, Haselnuss, Weißdorn, Tanne, Sommereiche. Interessant. Macht das irgendeinen Unterschied jetzt, was das... Ich gucke trotzdem mal durch die Kirche, Zedarb, abgefallenes Schwarzdorn. Ich glaube, Schwarzdorn ist immer gut. Faszinierend. Ja, da passt das so. Und Zauberstabkerne. Phönixfeder, Drachenherzfaser und Einhornhaar. Ich glaube, Phönixfeder klingt immer geil. Nee, Drachenherzfaser. Nehmen wir Drachenherzfaser. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Meins. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. So, also den haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt müssen wir besuchen Wälzer und Schrifträume, besuchen Pippin Zauberträger und die magische Rübe. Cool. Dann haben wir das zumindest auch. Was haben wir hier noch drüben? Bisschen Geld mitnehmen. Haben wir irgendwo Überblick gerade mal, wie viel wir überhaupt haben? Und Geld oder nicht, ne? Aufträge haben wir gerade keine. Wir kommen in das Meeting, jetzt ist ein Zauberstab. Erste Runde. Okay, wir sind immer noch mit in der Aufgabe, deswegen. Ah. Wir mussten erstmal, bevor wir da Hux mitgehen, diesen Reparo-Zauberstab haben. Reparo-Dings haben.
So. Gut, dann gucken wir mal wegen Wälzer und Schriftrollen. Das müssen wir noch machen. Steht das irgendwo? Ne, steht nicht, ne? Also müssen wir hier hin. Dann Pippin Zaubertränke trinken, ne? Und. Warte mal. Pippin Zaubertränke. Wir machen aber erstmal hier die Schriftrollen, würde ich sagen. Dann machen wir erstmal die Schriftrollen, würde ich sagen. Das macht jetzt, glaube ich, am meisten Sinn. Also Wälzer und Schriftrollen. Machen wir das von oben einfach weg. Ein neugieriger Geist. Moin, Thomas Brown. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten sie ihre erste Beschwörungsstunde? Yep. Nein, leider noch nicht, Sir. Was für eine Art? Okay. Das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Okay. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, was haben wir hier? Schalte die Fähigkeit frei, Pflanztisch. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Vor allem, was kostenlos ist. Interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ja gut, das wird alles einfach zu teuer sein gerade. Das ist jetzt ein bisschen zu teuer. Gut. Hat der irgendwas für uns noch mehr, ne? Okay. Dann haben wir das auch. Was war das jetzt hier? Das wäre irgendwas Wichtiges gewesen. So, Wälzer und Schriftrollen haben wir aber weg. Jetzt müssen wir zu dem Zaubertränken. Jetzt müssen wir zu den Zaubertränken. Gehen wir da hin. Sind wir hier in die falsche Richtung? Okay. Also, Fakt ist, wir können uns wahrscheinlich für das bisschen Geld, was wir so auf der Hand haben, noch keine noch kein Wesen leisten. Da ist er doch. Willkommen bei J. Pippins. Moinsen. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja?
Gut, ich hätte ja... Wie kann ich heute behilflich sein? So, was haben wir denn? Momentan nicht verfügbar. Okay, wäre nur eine Idee. Aber die können wir alle nicht kaufen momentan. Abkriegen sie das Trinken reduzieren. Mächtigen Schadenstrank. Zaubertrank, der den Trinken dazu unsichtbar macht. Okay. Und der Rezept von Zaubertrank, der die Zauberschaden des Trinken für kurze Zeit erhöht. Aber wir nehmen jetzt erstmal den Edos-Trank und den Mega-Power-Trank. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ne, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann haben wir das auch. Zwei neue Gegenstände freigeschaltet, einmal Schadensreduzierung und einmal Power-Angriff wahrscheinlich gesteigert. Und wir sollen als nächstes zum die magische Rübe. Die magische Rübe. Was ist das hier? Schnabel und Blut. Das ist ja. Ich guck grad, wo sie da sind. Was ist die magische Rübe? Eberkopf. Powertränke, klar. Da ist die magische Rübe. Flohflammen für West Hogsmeade. Okay. Das heißt, wir können dann tatsächlich irgendwann mal hierher reisen. Oh, guten Tag. Moin, moin. Bist du das? Muss ich hier hin zu dir? Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Puteile. Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. So, dann gucken wir mal. Nehmen wir die Diptam-Samen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ja, wir können aber noch nicht alles kaufen, weil wir einfach kein Geld haben. Das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. So, Diptam-Lizenz ist quasi für Wundheilung. Das, was ich jetzt gerade schon mal so angeschnitten. Warte mal, was ich hier irgendwie gerade. Was. Ich sah nur gerade so aus, als wäre das ein Fliedesblatt gewesen. Geh mal weg da! Willst du mich nicht verarschen jetzt? Ja, ich habe noch durchaus das eine oder andere Back und das Spiel ist mittlerweile schon seit. Was haben wir hier? Eigentlich? Schleichstein, klar. Ach nee. Oh. Ja, doch, Schleichstein, klar. Schloss auf Stufe 1. Dort trifft sich mit Nati am Dorfplatz. Die machen wir da doch noch mal schnell. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Lockt ihn von den Häusern weg! Lauf auf die Luft!
So, wir müssen das Viech jetzt wahrscheinlich töten dann. Ja, Alter! Ja, das war jetzt nicht ganz richtig. Ja, das war die Fahrtsicht. Boah. Ich habe jetzt keine Tränke mehr oder gar keine Tränke mehr. Ich konnte Protego gar nicht einsetzen. Warte mal, also was natürlich nochmal erneut. So. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh oh. Na gut, das wissen wir. Genau, das Thema können wir ein bisschen überspringen. Nein! Ich muss mal sehen, ob ich jetzt.
Hab ich doch mehr oder weniger gar nicht erwischt. Ja, ja. Mann. Oh, tschüss, mein Freund. Treu gemacht, eine Trophäe erhalten. Sehr geil. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Yep. Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Gut. In der nächsten Folge machen wir das hier weiter mit dem Schaden. Hallo, bis dann. Haben Sie kurz Zeit? Nein, gerade nicht. Herr Will.